Also wir bekommen langsam Übung und Routine in dieser Sache. Heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema zwischen Medicus und GZSZ, wie geht kreative Führung? Und wir haben zwei hochinteressante Gäste zu diesem Thema eingeladen für heute Abend, mit denen wir heute Abend sprechen wollen. Das ist zum einen Wolf Bauer und zum anderen Thorsten Zages. Und beide sind Autoren dieses wunderbaren kleinen Büchleins Creative Leadership, Erfahrung aus 3 Jahrzehnten an der Spitze der UFA. Ich wollte Ihnen die beiden Protagonisten des heutigen Abends kurz vorstellen. Das ist einmal Wolf Bauer, den viele von Ihnen sicherlich kennen werden. Er war 30 Jahre an der Spitze der UFA. Er trat in das Unternehmen 1980 ein, nachdem er als Publizist tätig war, unter anderem bei Kennzeichen D, und wurde dann 10 Jahre später, 1990, zum CEO der UFA bestellt und hat in dieser Zeit, und auch werden wir nachher noch zu sprechen kommen, mehrmals das Unternehmen umgedreht und hat große Erfolge mit den verschiedensten Produktionen erzielt. Das sind jetzt mittlerweile, glaube ich, der Output, wenn man das mal so unhöflich sagen darf, sind 2000 Stunden Programm im Jahr, die diese UFA leistet. Ich glaube, 2017 ist Herr Bauer sozusagen, hat an seinen Nachfolger übergeben, an Nico Hoffmann, und ist seitdem als, zum Beispiel als freier Produzent, darf man das sagen, weiterhin für die UFA tätig. Und wir sind gespannt darauf, was so in der Pipeline gerade ist. Vielleicht können Sie dazu, Herr Wolf, herzlich willkommen, noch etwas sagen später. Herr Bauer, Sie müssen das Mikrofon anschalten. Machen, ja. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Format dabei sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann jetzt zwar nicht sehen, wie viele Gäste teilnehmen, aber Sie haben gesagt, es wären so an die 50, die uns heute Abend zuhören und auch zuschauen. Ja, das ist die Zahl der Anmeldungen. Wir bewegen uns langsam auf diesen Wert zu. Mal sehen, ob wir das erreichen heute Abend. Der zweite Mann im Bunde ist Thorsten Zages. Er ist diplomierter Journalist und Politologe und Managing Partner von Zages Creative Talent Connection. Was er dort genau macht, kann er uns vielleicht gleich noch erzählen. Dieses Unternehmen gibt es seit im Jahre 2004. Ferner ist der Zages Chefreporter des Medienmagazins dwdl.de und ist weitgehend auch als freier Journalist tätig und ist zum Beispiel auch in der Jury und Nominierungskommission des Grimme-Preises und hat eben mit Herrn Bauer zusammen Creative Leadership geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Zages. Hallo, vielen Dank, guten Abend. Herr Zages, fangen wir doch gleich, gehen wir in medias res. Wie sind Sie denn beide sozusagen zusammengekommen, um dieses Buch sozusagen zu schreiben bzw. herauszubringen? Wolf Bauer ist irgendwann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, und wir kannten uns natürlich vorher schon. Ich habe durch meine Tätigkeit als Medienjournalist, glaube ich, so, wir haben es nicht mehr ganz genau zusammengekriegt, aber 2000, 2001 rum habe ich ihn so das erste Mal interviewt und dann natürlich im Laufe der Jahre immer wieder und die UFA natürlich als wichtigen Player begleitet, manchmal auch kritisch begleitet. Ich erinnere mich auch an den ein oder anderen Disput, den wir hatten, weil ich so ein paar Sachen auch nicht immer nachvollziehen konnte. Und es war aber immer ein sehr, glaube ich, ja,
respektvoller Austausch auf Augenhöhe. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, war natürlich auch überrascht, aber habe mich gefreut, als er mich ansprach, ob ich mir vorstellen könnte, das mit ihm zu machen. Und dann haben wir so über 2,5 Jahre uns immer wieder getroffen und unterhalten, um das zusammenzubringen. Und da habe ich dann natürlich noch sehr viel mehr über ihn und über die UFA erfahren, als ich es vorher schon wusste. Herr Erbauer, 30 Jahre, das ist wirklich eine verdammt lange Zeit an der Spitze eines solchen Unternehmens. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen respektlos klingt, ich würde Sie bitten, sozusagen beinahe medienhistorisch für uns heute Abend tätig zu werden und uns einfach mal zu beschreiben, um auch so ein bisschen den Kontext zu bekommen. Was waren sozusagen die wichtigsten Entwicklungen in dieser Zeit, auf die Sie zu reagieren hatten als CEO der UFA? Was waren die großen Umbrüche, auf die Sie zu reagieren hatten? Das ist relativ schnell erzählt. Als ich, wie Sie gerade gesagt haben, 1980 zu UFA gekommen bin als Produzent für fiktionale Programme, gab es nur ein Duopol, was Fernsehsender in Deutschland angeht. Es gab nur das öffentlich-rechtliche System, ARD, als Gemeinschaftsprogramm der Landesrundfunkanstalten, das erste Programm und das ZDF. Und tatsächlich hat sich 10 Jahre später die Welt in unserem Mediengeschäft drastisch verändert, weil es waren ein paar Jahre vorher die rechtlichen Grundlagen geschaffen worden, auch privates Fernsehen zu etablieren, werbefinanziertes Fernsehen. Ich will da nicht auf die Details eingehen. Es waren wirkliche Industrieauseinandersetzungen, ja, zwischen den Verlegern auf der einen Seite und den Kreativen auf der anderen Seite. Das ist eine spannende Geschichte, die man im Rückblick sicherlich als großes Abenteuer in Erinnerung hat. Und dann gab es eben doch eine Beauftragung durch die werbefinanzierten Sender, die in einem Ausmaß unser Produktionsgeschäft verändert hat, wie man es sich nicht hätte vorher denken können. Also das Programmvolumen, das gebraucht wurde, hat sich ungefähr verfünffacht. In dieser Größenordnung müssen Sie sich das vorstellen, 500% Wachstumspotenzial. Und relativ kurz danach entstand sozusagen das World Wide Web und damit die Digitalisierung. Und das war dann die nächste Transformation, die eigentlich kaum 10 Jahre später erforderlich war und auch eine neue Aufstellung des Unternehmens erfordert hat. Und die ist bis heute nicht abgeschlossen. Wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch viel zu lernen haben, in Deutschland insbesondere. Aber ich glaube, dass wir inzwischen auf einem guten Weg sind. Corona hat ein bisschen nachgeholfen, den Prozess zu beschleunigen. Diese aktuellen Entwicklungen sind ja im Wesentlichen, also jetzt sozusagen Corona, was ja hoffentlich nur ein Übergangsszenario ist, aber natürlich die neuen Plattformen von Netflix, Amazon und so weiter sind natürlich eine große Herausforderung, beziehungsweise natürlich auch ein Abnehmer für kreative Leistung, kreative Produktionsleistung. Das heißt, die Nachfrage ist natürlich auch ungeheuer stark. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, die UFA ist ja schon unter den Produktionsunternehmen sowas wie ein Tanker. Ja, das ist ja nicht, also der große Output, der muss ja organisiert sein. Was mich jetzt interessieren würde, ist ganz einfach, wie haben wir uns das zu denken? Das heißt, auf der einen Seite ist Kreativität gefordert, Freiräume, für die Sie immer plädiert haben. Auf der anderen Seite muss das noch auch natürlich auch in unternehmerische Prozesse eingebunden werden. Denn am Ende des Tages zählt ja nicht der große Geistungsblitz, sondern es erzählt das Produkt, das verkauft werden muss. Und da würde mich interessieren, wie ist da dieses Verhältnis von Freiräumen für die Kreativen beziehungsweise Zwänge, unternehmerische Zwänge und Abläufe, die eingehalten werden müssen? Ja, das ist genau der Gegensatz, den Sie gerade beschreiben. Im Grunde ist die UFA ein Teil der Kulturindustrie und beide Begriffe machen schon deutlich, worum es geht. Auf der einen Seite geht es um die Kreation, die Innovation von Inhalten, von Erzählungen. Das, was wir schaffen, ist zunächst mal geistiges Eigentum. Im Englischen heißt es so schön Intellectual Property.
Das ist alles, worum es sich bei uns dreht. Und am anderen Ende haben wir die Durchführung von Produktionen, komplizierter wirtschaftlicher, kreativer Prozess, der am Ende immer zu Ertrag führen muss. Weil ein Unternehmen ohne Ertragsorientierung wird nicht lange am Markt sein oder wird sich abhängig machen von irgendwelchen Subventionen. Also diese Ertragsorientierung war immer auch klar mein unternehmerisches Ziel. Und diese Balance zu schaffen zwischen diesen beiden Polen, das war eine beständige Herausforderung, die übrigens für meinen Nachfolger auch immer noch die gleiche ist. Die hört nie auf, die endet nicht. Man findet niemals eine Lösung für dieses Thema, Prozesse zu finden, in denen Kreativität sozusagen sich entfalten kann. Und das beginnt zunächst mal für mich mit einer ganz klaren Idee, dass ein Unternehmen von sich selbst haben muss. Also ich sage mal, eine höhere Daseinsberechtigung. Wofür gibt es uns überhaupt? Ja, und dieses, das nennt man heute Unternehmenskultur oder Purpose, ist ein bisschen Mode geworden, sich einen Purpose zu verschaffen, damit man weiß, wofür man steht. Das war bei der UFA relativ schnell dringend erforderlich. Das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, dem Unternehmen eine Idee von sich selbst zu geben. Der Slogan, den gibt es heute noch, Inspiring Entertainment. Wir wollten gerne dazu beitragen, dass unsere Erzählungen dazu führen, dass Menschen die Welt in ihrer Vielgestaltigkeit betrachten, dass sie möglicherweise ihre Einstellung bekräftigt sehen oder verändern wollen, dass sie am Ende eine Ermutigung, eine Inspiration mitnehmen. Und das wirkt am Ende, wenn Sie so eine Unternehmenskultur nach außen darstellen und auch immer wiederholen, das gehört mit dazu, weil sonst wird es nicht gehört, dann wirkt es wie ein Leuchtturm. Und Sie ziehen damit die Talente an, die diese Idee gerne mitteilen wollen. Und damit haben Sie sozusagen das erste Thema schon mal angesprochen, nämlich wie kommen die richtigen Talente, die richtigen kreativen Köpfe überhaupt zur UFA? Und das war der Weg. Dann natürlich gibt es am Ende dann auch eine Auswahl. Ja, nicht jeder konnte dann gleich bei der UFA landen, aber es war dann sozusagen der Anfang gemacht. Wir waren ein sehr kleines Unternehmen in den 90er Jahren, als ich übernommen habe. Das lässt sich in der Zahl darstellen. Ich glaube, wir hatten zum ersten Mal 10 oder 12 Millionen Euro Umsatz erzielt. Wir waren eigentlich im Bereich der kleineren Produktionsfirmen, was man von dem großen Namen gar nicht angenommen hat. Aber das war tatsächlich eher ein kleines Unternehmen, gehörte aber zum großen Medienunternehmen Bertelsmann. Und tatsächlich sind wir das auch heute noch. Was mit diesen Talenten dann am Ende in einem großen Unternehmen gestaltet wird, ist nun so, dass ich eine Stunde darüber referieren könnte. Aber ich will es vielleicht strukturiert zusammenfassen in ein paar Sätze. Diese kreativen Köpfe, die können nicht darauf warten, dass sie morgens beim Duschen eine gute Idee haben, einen guten Einfall. Sondern es muss Anlässe und Anreize geben, systematisch Ideenentwicklung zu betreiben. Und das hat jetzt viele Gesichter bei uns gefunden. Wir hatten auf der einen Seite einen sehr intensiven Austausch mit anderen innovationsorientierten Unternehmen, um von denen zu lernen. Und das ist eine große Palette. Da gehörte BMW dazu, da gehört die Pharmaindustrie dazu, da gehörte aber auch IDEO-Management dazu, die besondere Innovationstechniken entwickelt haben. Und der nächste Schritt war immer, die richtigen Gruppen zusammenzuführen mit möglichst großer Diversität an Bildungshintergründen, an Erfahrungen, an Personalities und die mit bestimmten Aufgaben zu versehen. Und das haben wir zunächst auch durchaus bedarfsorientiert gemacht. Da war dann die Definition auf der einen Seite, was braucht unser Abnehmer, der Kunde, nämlich der Sender. Und da gab es, nehmen wir mal den Sonntagabend-Sendeplatz beim ZDF, da wussten wir, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den Krimi, den Tatort, damit den Leuten nochmal deutlich wird, es gibt da draußen sozusagen eine gefährliche Welt, auch wenn am Ende immer alles aufgeräumt wurde und der Tatort immer am Ende den Täter auch geliefert hat. Und auf der anderen Seite gibt es die andere Variante, die Pilcherisierung des Abends. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute sich vor dem Montag nicht so sehr fürchten, sondern sich am Sonntagabend nochmal in so einem Wohlgefühl baden können. Und dafür wurde dann konkret entwickelt. Ich könnte jetzt auch andere Beispiele nennen. Heute die modernere Variante ist, was können wir den Streaming-Plattformen anbieten, damit die Streaming-Plattformen
attraktiv werden und Menschen dorthin gehen und eine Subscription eingehen, damit sie am Ende möglichst als langjähriger Kunde dort bleiben. Das sind vollkommen andere Voraussetzungen. Aber diese Aufgabenstellungen waren immer wichtig, um die kreativen Teams dann zu einer bestimmten Ideenentwicklung zu bringen. Vielleicht ist noch mal deutlich zu machen, dass Ideenfindung und Innovation sind noch mal zwei ganz unterschiedliche Dinge. Eine Idee neu zu finden, ist sehr schön, aber am Ende ist es noch nicht die Innovation. Innovation heißt, dass man eine Idee, die vorher nicht bekannt war, im Markt beim Publikum oder beim Konsumenten durchsetzt. Und das ist manchmal ein langer Weg. Also ich kann das so beschreiben, dass wir vom Ideenoutput ungefähr das Zehnfache kreieren, was wir am Ende bei verschiedenen Partnern platzieren können. Da sehen Sie aber auch, dass Kreation der entscheidende Erfolgsfaktor von jedem Produktionsunternehmen ist. Und ich ärgere mich manchmal über diese Begrifflichkeit. Produktionsunternehmen, da stellt man sich was Industrielles vor. Da stellt man sich vor, eine Fabrik, in der Blaumänner rumstehen und irgendwelche Teile zusammenschrauben. Das ist beim Produktionsgeschäft Film und Fernsehen natürlich definitiv nicht der Fall. Es braucht zunächst mal die großartige Idee, die großartige Erzählung oder das großartige Format, um das Interesse der Menschen zu gewinnen. Und dann am Ende ist die Umsetzung auch nochmal ein komplexer, künstlerisch-kreativer Prozess, der allerdings sehr aufwendig und sehr teuer ist. Ja, wenn Sie an Ihr Metier denken, wenn Sie an ein Verlagshaus denken oder an ein Zeitungshaus, alles, was gedruckt wird sozusagen, ist in einem überschaubaren Umfang Investition. Wenn es darum geht, große Filme, große Kinofilme oder Serien zu produzieren oder große Shows, reden wir über Millionenbeträge, die ausgegeben werden müssen, um am Ende das entstehen zu lassen, was gezeigt werden kann, was mit Publikum geteilt werden kann. Und nur das ist sozusagen ein Wert. Ja, wir können noch so viele Millionen ausgeben für einen Kinofilm. Wenn der am Ende keine Zuschauer gefunden hat, dann ist das eine Fehlinvestition gewesen. Deswegen sind natürlich alle Energien und alle kreativen Bemühungen darauf ausgerichtet, tatsächlich ein Publikum zu finden. Da unterscheiden wir uns durchaus von einigen anderen, die in der Kulturindustrie tätig sind. Bei uns in unserem Metier gibt es da die Autorenfilmsparte, die eher auf Festivals zu Hause ist und eher in kleinen Filmtheatern, die am Ende vielleicht 10.000 Menschen ins Kino locken können. Aber wir müssen gerade bei den großen Partnern, die wir haben, müssen wir immer ein Millionenpublikum ansprechen, sonst geht ein Programm bei uns tatsächlich auch nicht weiter. Aber welche Formen haben Sie, diesen Prozess zu steuern? Also Sie haben erzählt, dass Sie diese kreativen Talente anlocken, aber es ist ja die Frage der Integration. Vielleicht ist das auch eine Frage für Herrn Zages, der ja auch sozusagen sich mit Ausbildung Fragen in diesem Bereich beschäftigt. Wie sehen Sie das? Was raten Sie Ihren Kunden in Bezug, also in Ihren Trainings? Welche Richtung zu gehen? Was sind da die Entscheidungen? Mache ich mich unabhängig? Bleibe ich in einer kleinen Produktionsgesellschaft? Gehe ich in den großen Laden? Was sind da sozusagen aus der Perspektive des Trainers die Kriterien? Ich habe da an der Stelle keine Kunden, die ich so beraten würde. Aber was ich schon relativ häufig mache, sind Seminare zum Beispiel an Filmhochschulen. Und da kommt man natürlich sehr stark mit dem kreativen Nachwuchs in Berührung. Und da lässt sich zum Beispiel sehr klar feststellen, eine enorme Veränderung über, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre, dass die meisten jedenfalls von denen heute was ganz anderes wollen, eine ganz andere Entschlossenheit haben und auch, würde ich sagen, eine bessere Marktkenntnis, größere Bereitschaft, sich darauf einzulassen, während vor 5 bis 10 Jahren
doch noch sehr viel häufiger so der sehr kreativ ausschließlich geprägte Typ, ich werde der große Auteur, Regisseur, dominant war. Das ist natürlich jetzt für die Breite gesprochen und für die Anforderungen, die die große Produktionsfirmen haben, eine wichtige Entwicklung und eine gute Entwicklung, weil einfach der Bedarf natürlich enorm gestiegen ist an kreativen und auch an den ganzen, sagen wir mal, umsetzenden Positionen von Aufnahmeleitung, Produktionsleitung und so weiter. Ich glaube, was den anderen Teil Ihrer Frage angeht, nach dem Reiz, wie man sozusagen es schafft als Unternehmen, ein begehrter Arbeitgeber zu sein, da haben sich die Regeln auch sehr stark geändert. Unternehmensgröße, glaube ich, ist heute nicht mehr so ein entscheidender Faktor, wie es früher mal war. Also ich glaube, in den 80ern, 90ern war es für Wolf Bauer einfacher zu sagen, wir sind die Ufer, wir sind Marktführer, komm zu uns. Und das hat schon für viele gereicht, als Argument, einen sicheren Arbeitsplatz in der Fernsehindustrie zu kriegen. Heute spielt Größe nicht mehr so eine Rolle, sondern es wird viel stärker hinterfragt, wie sind die genauen Kreativzusammenhänge, mit wem, in welchen Teams habe ich da zu tun, welche Freiheiten habe ich und welche weichen Faktoren sozusagen bietet mir das Unternehmen, welche Werte lebt es mir auch vor, beziehungsweise lässt es mich mit ausprägen. Nochmal zurück zu Herr Bauer, der Frage, wie Ideen in das Unternehmen kommen. Also Sie haben beschrieben, wie Sie die Leute angelockt haben. Also kreative Kräfte in Ihr Unternehmen geholt haben, Sie dort sozusagen integriert haben, um Sie als am Ende zu einer verwertbaren in eine verwertbare Leistung zu ermöglichen. Aber Sie haben auch noch was anderes gemacht. Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, wie Sie, also die Tatsache beschrieben, dass Sie sehr, sehr viele Zuschriften bekommen haben mit Ideen für Produktionen, dass Sie sozusagen ein zehnköpfiges Lektorat, wie Sie es genannt hatten, um diese Ideen zu bearbeiten, sozusagen in eine Vorlage umzuarbeiten für die Entscheider. Und was mich aber dann wirklich gewundert hat, Sie haben gesagt, in dieser ganzen, Sie kriegen 1500 solcher Schreiben im Jahr, aber Sie sagen, Sie hätten nie eine von diesen verwenden können. Wo ist da der Grund? Also wo liegt da die Idee? Ich finde, es ist schwer für mich, dass so bei 1500 Stück über die Jahre weg und nichts konnten Sie verwerten. Woran mag das liegen? Ich glaube, dass tatsächlich, also wir nennen es immer unverlangt eingesandte Manuskripte. Ja, das haben wir übrigens angenommen. Das ist nicht selbstverständlich. In den USA können Sie ein unverlangtes Manuskript nicht irgendwo hinschicken. Das geht aus rechtlichen Gründen nicht. Die Firmen lehnen das ab, weil sie haben Sorge, dass sie in Copyright-Streitigkeiten geraten könnten. Wenn dann einer der Autoren, die was eingesandt haben, sagen, aber die Filmproduktion, die ich vorgestern gesehen habe, die enthält Anteile aus meinem Werk. Ja, das Risiko sind wir eingegangen, weil wir wollten gerne wissen, wo entdecken wir auf dem Markt da draußen die besten Talente. Und das unter dem Gesichtspunkt von Story-Entwicklung, auch Dialogführung, Charakterentwicklung etc. Also es gibt ja verschiedene Aspekte. Selbst wenn einem ein Drehbuch nicht 100% gefällt, kann man möglicherweise entdecken, dass der Autor besondere Qualitäten hat. Das zehnköpfige Lektorat habe ich, glaube ich, über 15 Jahre bei uns betrieben und hatte tatsächlich genau diesen
Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Es gab nicht ein einziges Drehbuch, das wir genommen hätten. Auch weil wir gesehen haben, dass wir das am Markt nicht platzieren können. Und möglicherweise ist das auch die Antwort auf Ihre Frage, dass viele Autorinnen und Autoren in dieser Zeit sehr weit weg von den Bedürfnissen der Menschen, der Zuschauer, sehr weit weg von den Bedürfnissen der Fernsehsender, die sozusagen als Programmanbieter zunächst einmal auch die Eyeballs, die Aufmerksamkeit anlocken müssen. Und diese Ferne, diese Realitätsferne, die hat sicherlich dazu geführt, dass viele Projekte überhaupt gar nicht in irgendeinen Timeslot passten, den wir uns beim Fernsehsender hätten vorstellen können. Das hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, dass wir uns ganz und gar, was die Kreation von Programminhalten, von Erzählungen, von Drehbüchern, von Showformaten angeht, auf uns selbst verlassen haben. Und dass ich dadurch tatsächlich motiviert war, Prozesse im Unternehmen zu schaffen, die dazu beitragen können, dass sehr viele Ideen entstehen, die übrigens dann durch einen komplexen Auswahlprozess verdichtet werden. Sie kennen ja diesen Innovationstrichter. Ja, da kommen oben viele Ideen rein und die werden nach unterschiedlichen Kriterien werden die positiv ausgewählt oder verworfen oder vielleicht auch manchmal gehalten, weil wir sagen, das ist noch zu früh. Dann gibt es bei uns bei der UFA, das haben wir auch als damals einziges Unternehmen eingeführt, so eine Art Qualitätsmanagement, dass wir in einem sehr konstruktiven, wohlmeinenden Kreis Projekte miteinander kritisch diskutiert haben und entweder Anregungen gegeben haben zur Verbesserung oder bestimmte Dinge auch gelobt haben, die herausragend waren. Im Übrigen immer mit der Haltung, dass jemand die Anregungen nicht annehmen muss. Das finden Sie heute auch bei großen Firmen in den USA, bei Pixar. Die nennen das Brain Trust, wo Menschen dann zusammenkommen, die sich wirklich gegenseitig vertrauen und die aber auch genau zuhören, wenn jemand eine kritische Anmerkung macht und dann dreimal überlegen, ob sie mit dieser Anmerkung und Anregung nicht etwas machen können. Und das ist tatsächlich etwas, was beflügelt, alle Beteiligten übrigens. Das werden Sie merken, das beste Talent wird angezogen, am allermeisten nicht von Geld oder von Titeln, sondern von anderem guten Talent. Weil am Ende, was möchte man für sich selbst? Das wollte ich übrigens auch für mich. Ich wollte gerne mit meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gesehen werden, wollte durchaus auch Anerkennung dafür haben. Ich wollte gerne lernen, ja, über andere, die vielleicht etwas besser können als ich oder zusammen etwas lernen, was wir alle sozusagen von Null an beginnen müssen. Und dann möchte ich gerne Verantwortung übertragen bekommen. Und am Ende ergeben diese drei Faktoren ja, Freude an dem, was man macht. Ja, eine vollkommene innere Überzeugung, dass das der richtige Ort ist, an dem ich mich so äußern kann und so gestalten kann, wie ich mir das vorstelle. Wir nennen es immer Glühfaktor. Ja? Das führt zu so einer brennenden Energie. Und das müssen Sie aber immer am Laufen halten. Und dafür müssen Sie auch bestimmte Formate einführen, die auch Lust machen, daran teilzuhaben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Bei der UFA gab es immer eine Trennung zwischen denen, die in der Administration gearbeitet haben, ja, die hatten immer so die Nacharbeiter, die mussten die Reisen abrechnen von uns, die mussten die Verträge machen, die mussten die Abrechnung der Produktion feinsäuberlich auftragen und mussten die Bilanzen erstellen. Und auf der anderen Seite gab es die ganzen Kreativen, ja, diese Unikate, die durch die Welt reisten und mit tollen Autoren und tollen Regisseuren und tollen Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun hatten und die für das Programm natürlich federführend verantwortlich waren. Und diese beiden Gruppen, die wollte ich gerne zusammenführen, damit das ganze Unternehmen sagt, das sind unsere Programme und nicht, das sind die Programme von denen. Und dann haben wir etwas eingeführt als Teil unseres Innovationsmanagements. Das nannte sich oder nennt sich Creation Day, gibt es heute noch. Hat mein Nachfolger auch gerne übernommen. Und da kommen alle zusammen, sind teilweise 120 Leute in einem organisierten Prozess. Da bringt jeder Ideen mit, pitcht die am Morgen zum Frühstück. Dann werden die besten 10 ausgesucht. Jeder hat dann ein paar Punkte, die er irgendwo hinkleben kann. Und dann werden die Projekte ausgesucht, die dann in einer arbeitsteiligen Runde, jeweils dann 8, 9 Leute, zusammen bis zum Abend
fein konzipiert werden, ja, inklusive grafischer Darstellung etc. pp. Und daraus entstanden regelmäßig interessante Formate und Ideen, die dann natürlich noch weitere Ausarbeitung bedurften. Aber das hat sehr viel zur Zusammenführung dieser beiden Teamteile geführt. Und am Ende hat es wirklich dazu beigetragen, dass die Leute sagen konnten, ja, Charité, das ist unser Programm und das ist nicht das Programm von Benjamin Benedikt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Moment war, jedem auch deutlich zu machen, jeder hat auch die Begabung für Kreativität. Und möglicherweise kommt die nächste Jahrzehntidee von jemandem aus der Buchhaltung. Also das ist tatsächlich noch nicht passiert, aber es ist ja überhaupt gar nicht ausgeschlossen. Dieses Thema Intellectual Property hat ja eine Dimension, die muss man sich mal vor Augen führen, wenn so ein Format wie Got Talent oder auch in Deutschland heißt es Deutschland sucht der Superstar. Das läuft in 140 verschiedenen Ländern. Das gehört nicht zu meinem Lieblingsprogramm. Ja, aber das läuft in 140 Ländern und ist erfunden worden von einem ehemaligen Musikmanager Simon Fuller. Dieses Format hat eine gewisse erzählerische Magie, weil es eine Heldenreise beschreiben kann von jemandem, der bisher vollkommen ungesehen einem Talent gefrönt hat, vielleicht Gitarre spielen oder singen oder sonst irgendetwas tun, und der die Bühne bekam, zu zeigen, dass er was drauf hat. Nun ist da eine sehr strenge Jury, die in Deutschland teilweise wirklich mit nicht angemessenen Formulierungen Menschen teilweise auch runtergemacht hat. Da haben wir häufig mit dem Dieter Bohlen drüber gestritten, dass wir das so nicht wollen, aber möglicherweise hat sein Sprachschatz einfach nicht mehr Möglichkeiten ergeben als das, was er da präsentiert hat. Aber diese Story, die wir da erzählen, die hat die Menschen in der Welt begeistert. Und zwar jetzt schon seit vielen Jahren. Wir machen dieses Format in Deutschland jetzt seit 18 Jahren. Sie müssen sich das vorstellen. Und jedes Jahr melden sich ungefähr 35.000 Kandidatinnen und Kandidaten, die da gerne mitmachen wollen. Obwohl sie wissen, dass es da relativ hart zugeht. Der Gesamtwert von so einem Intellectual Property liegt weltweit ungefähr bei 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden. Also da sehen Sie, was ein geistiges Momentum, eine Idee, was sie für eine Wertschöpfung schaffen kann. Und da könnten wir jetzt viele andere Beispiele auch nennen. Deswegen ist es eben so zentral, dass ein Programmunternehmen die Kreation in den Mittelpunkt stellt und das in allem ausdrückt, was das Unternehmen ausmacht. Natürlich auch in Form von Vergütung. Ja, die Vergütung muss am Ende auch widerspiegeln, ob jemand ein besonders erfolgreiches Programm kreiert hat, das möglicherweise nicht ein Einzelstück ist, das vielleicht eine Skalierbarkeit hat von 10 Episoden oder von, nehmen Sie Kudamm, ja, das waren 3x6 Stunden, oder nehmen Sie Charité, oder andere Formate, da gibt es viele Beispiele dafür, die am Ende dann eine große Kraft im Markt entfalten und Zuschauer auch sehr lange immer wieder interessiert sein lassen, die dann auch die dritte Staffel von etwas oder die vierte Staffel von etwas sehen wollen. Also dieses Thema hat viele Gesichter, gerade hat der Thorsten auch darüber gesprochen, wie man auch in der Ausbildung sich dort engagieren muss, damit man die Talente der Zukunft auch kennenlernen kann. Und das hat die UFA mit großer Energie und großer finanzieller Investitionsbereitschaft auch immer gemacht. Wir haben den heute vielleicht wichtigsten Nachwuchspreis ins Leben gerufen. Nico Hoffmann hat den mit Bernd Eichinger damals initiiert. Der heißt First Steps und schaut sozusagen auf die Arbeit von Studentinnen und Studenten der Filmakademien und Filmuniversitäten und Filmhochschulen. Und da entdecken wir auch Talent, das wir dann gerne zu uns ziehen wollen und das wir gerne fördern wollen. Oder wir finanzieren Serienklassen oder andere Klassen in den Filmakademien, die es bis dahin nicht gegeben hat. Also all diese Formen von Nachwuchsausbildung sind essentiell für die Kreationsfähigkeit eines Unternehmens. Und die Weiterbildung im Unternehmen selbst. Wir haben eine UFA-Akademie gegründet, um Weiterbildung im Unternehmen zu fördern, damit die besten Autoren der Welt dort präsentieren, wie sie Storytelling auffassen und wie sie dramatisch und dramaturgisch arbeiten.
Also das, vielen Dank, Herr Bauer, das war wirklich sehr interessant und ich könnte auch vor allem eben diesen Aspekt des Vertrauens im Unternehmen, dass man sozusagen das Vertrauen als Mitarbeiter hat, dass die eigene Idee sozusagen mit Vorsicht und mit Respekt behandelt wird und dass gegebenenfalls auch das Feedback, das positive Feedback auch vermittelt wird. Das heißt sozusagen eben eine Atmosphäre zu schaffen, in der Ideen nicht nur entstehen, sondern eben auch bereitwillig kommuniziert werden können. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir da mitnehmen müssen. Wir haben jetzt im Wesentlichen gesprochen sozusagen über die Frage, wie Kreativität im Unternehmen gedeihen kann oder eben auch nicht gedeihen kann. Aber das ist ja kein luftleerer Raum. Die UFA arbeitet ja und ihre Kreativen arbeitet ja in einem Markt und der Markt ist durch gewisse Veränderungen gekennzeichnet. Und eine dieser Veränderungen ist sicherlich das Aufkommen der Videoplattformen, also Netflix, Amazon, Apple TV, wie sie alle heißen. Und da habe ich eine Frage an Herrn Sarges, ob Sie uns sagen könnten oder etwas darüber erzählen könnten, was sozusagen unter dem Aspekt des Zulieferers für diese Videos. Was hat sich da verändert gegenüber den, ich sag mal, klassischen Abnehmern, die wir bisher kannten? Also die größte und wichtigste Veränderung liegt erstmal im Quantitativen, dass natürlich es jetzt deutlich mehr Abnehmer gibt, für die meisten Formen von Programmen jedenfalls. Und das ist natürlich für alle, die kreativ sind, die Programm machen und Programm verkaufen wollen, eine sehr positive Entwicklung, weil sie nicht mehr nur in jedem Fall drei oder vier deutschen Sendergruppen ausgeliefert sind, in Anführungsstrichen. Es verbreitert qualitativ auf jeden Fall auch die Genres, die Erzählformen, die möglich sind und die jetzt finanzierbar sind. Es hat klassischerweise zum Beispiel, wenn wir in der Fiktion bleiben, wenig bis gar nichts an Science Fiction oder Horror im deutschen Fernsehen gegeben, die letzten 20, 30 Jahre. Raumpatrouille Orion ist sehr lange her. Da sind dann auch bestimmte Dinge abgerissen einfach. Und da haben Netflix, Amazon und andere dafür gesorgt, weil sie natürlich auch ganz gezielt Zielgruppen ins Auge genommen haben, die sich vom linearen Fernsehen schon weitgehend oder ganz verabschiedet hatten. Und wenn man die kriegen will, dann muss man natürlich ein anderes Angebot machen. Ich glaube, für Produktionsfirmen, wenn man das mal so ganz grob verallgemeinern will, ist eben mit der Vielfalt, mit den Möglichkeiten dann gleichzeitig auch eine neue Komplexität hinzugekommen. Das Dealmaking ist sicherlich sehr viel aufwendiger, weil man ja in vielen Fällen die ganze Welt bedient, wenn man etwas für Netflix kreiert. Und dann sind natürlich Rechtefragen sehr viel komplexer. Da lernen gerade, glaube ich, viele Produktionsfirmen noch dazu. Aber es ist also von der kreativen Seite her eine neue breite Spielwiese, wo man merkt, fast im Wochentakt, dass deutsche Autoren, deutsche Regisseure Dinge machen können und dafür bezahlt werden, die sie vielleicht die letzten 20 Jahre auch schon gern gemacht hätten, aber es hat ihnen niemand beauftragt. Aber Sie sprechen jetzt von den im Wesentlichen von den neuen Möglichkeiten in Bezug auf Genres und so Erzählstrategien und so weiter, aber gibt es auch Einschränkungen sozusagen der Freiheiten? Das heißt, wie funktioniert eine Serie auf Netflix? Was macht sie zum Erfolg oder ein Film auf Netflix? Gibt es da sozusagen gewisse Erzählweisen, die von den
von den Plattformen gefordert werden, weil ansonsten ein solcher Film oder eine solche Serie nicht funktioniert? Müssen sich nicht Kreative da einer gewissen Erzählstrategie oder einer Formatstrategie bedienen, um dort überhaupt auftauchen zu können? Ich glaube, dass das, worauf Sie mit Erzähl- oder Formatstrategie abheben, das haben die neuen Streaming-Plattformen nicht unbedingt exklusiv für sich. Also das hat es in jedem massenmedialen Kontext gegeben. Das hat es auch im Kino mit der Verengung auf Superhelden-Franchises und so weiter gegeben. Was natürlich doch sehr anders ist, sind die Erfolgsparameter. Also worauf sind diese Plattformen aus? Sie sind eben nicht mehr wie lineares Fernsehen darauf aus, auf einen Schlag möglichst viele Menschen zu versammeln. Also während für ARD, ZDF oder RTL ist es eben Erfolg, wenn man 6, 8, 10 Millionen Menschen, letzteres passiert nur noch selten, auf einen Schlag an einem Abend mit einem Programm bekommt. Das ist für die Geschäftsmodelle von Netflix unnötig, egal, kann man sagen. Denen geht es natürlich darum, A, neue Abonnenten zu gewinnen und B, bestehende Abonnenten zu halten. Und einer der Mechanismen, um Abonnenten zu halten und zufriedenzustellen und nicht darüber nachdenken zu lassen, ach, ich könnte ja jetzt mal nächsten Monat kündigen, ist natürlich die Sehdauer zu verlängern und die Leute immer wieder rein zu ziehen und möglichst den Strom nicht abbrechen zu lassen. Deshalb sieht man sicherlich in der Menge sehr viel im seriellen Erzählweisen, die halt in Anführungsstrichen kein Ende finden, ja, die einen Sog im Idealfall erzeugen und nicht darauf ausgelegt sind, dass man nach 45 Minuten eine Pause macht, eine Woche wartet, bis es weitergeht. Herr Bauer, könnten Sie uns erzählen, wie die UFA auf dieses Aufkommen dieser neuen Plattform reagiert hatten? Was war die Strategie? War das haben Sie sich entschlossen, es eher tendenziell eher zu ignorieren? Oder haben Sie gesagt, das ist eine neue Vertriebsplattform, ist ein neuer Kanal, durch den wir unsere Inhalte schicken können und wir bereiten uns so und so darauf vor? Was ist da die Strategie der UFA gewesen? Oder ist sie noch? Ja, wir sind ja erst am Anfang einer sich unglaublich dynamisch entwickelnden Marktsituation. Also Sie sehen ja heute, dass Streaming-Plattformen existieren, die schon relativ viele Abonnenten in Deutschland gewonnen haben. Es kommen viele andere dazu. Es sind gerade Apple Plus als neue Anbieter auf dem Weg, HBO Max, Paramount Plus. Also ich könnte eine lange Liste aufzählen, die übrigens so einen heftigen Wettbewerbsdruck ausgelöst haben, dass sich auch die bestehenden Sendergruppen neu orientieren müssen. Ihre Mediatheken, das sehen Sie bei ARD und ZDF, genauso wie bei Joyn, dass die Streaming-Plattform von ProSieben Sat.1 werden wird in der Zukunft, oder TV Now. Sie sehen das Bemühen um die Aufmerksamkeit des möglichen Publikums. Thorsten Sages hat vollkommen recht damit. Es geht bei den großen Sendergruppen überwiegend um Mainstream-Angebote. Da müssen Millionen von Eyeballs vor den Bildschirmen sitzen, damit es am Ende dem Geschäftsmodell dient. Die Öffentlich-Rechtlichen könnten das anders tun. Denen wird ja häufig vorgeworfen, dass sie trotzdem nach Zuschauerzahlen schielen. Aber bei denen geht es um die Frage von Relevanz am Ende und von gesellschaftlicher Anerkenntnis, ja, dass die Menschen sagen, wir finden das öffentliche Fernsehen gut, weil wir müssen ja dafür auch Geld bezahlen. Dafür bezahlen sie ja die Rundfunkgebühr. Und insofern haben die natürlich eine etwas andere Ausrichtung, weil die müssen nicht die Werbekunden zufriedenstellen, sondern die müssen in ihrer Vielgestaltigkeit müssen sie alle möglichen Zuschauergruppen zufriedenstellen. Die
abonnementgetriebenen Streaming-Plattformen, die sind wirklich nur darauf aus, mit welchem attraktiven Angebot kriege ich neue Subscriber, neue Abonnenten. Und das Angebot muss dann in einer hohen Schlagzahl immer wieder erneuert werden. Dann müssen noch attraktivere Ideen und Konzepte umgesetzt werden. Und Thorsten sagte das schon, in der Genrevielfalt, die sich eröffnet, sind diese neuen Erzählwelten für uns Programmmacher im Grunde ein Eldorado. Also das haben wir mit der UFA schon relativ früh gesehen. Wir haben schon im Jahr 2000 die erste serielle Produktion für damals StudiVZ gemacht. Das war so das erste Facebook. Ja. Es war eine nationale digitale Plattform, aber da waren wir als Produzenten schon aktiv. Wir haben also das immer mehr und mehr begleitet, haben jetzt auch eine ganze Reihe von Produktionen für die Streamer gemacht. Sie hatten vorher aber auch die Komplexität von neuen Vertragsverhältnissen angesprochen. Eine Verabredung für eine globale Auswertung eines meiner Programme auf Netflix hat für mich nicht nur gute Seiten, weil Netflix behandelt mich im Grunde dann wie einen, wie den Produzenten, der wie eine verlängerte Werkbank ihm Programme zuliefert. Der muss alle Rechte abgeben. Er kriegt eine Vergütung für seine Produzentenleistung und das ist es dann. Wenn das Programm ein Superhit wird, wird er dafür nicht am Erfolg partizipieren, allerdings auch nicht, wenn es ein Flop wird. Für mich ein falsches Modell. Deswegen sind wir auch zögerlich, was Zusammenarbeit mit verschiedenen Streamern angeht. Wir wollen als Kreateure von geistigem Eigentum auch gerne im Besitz dieses Eigentums bleiben und wollen durch die Lizenzierung und Vermarktung auf verschiedenen Medien, Plattformen und global wollen wir gerne von dem Erfolg, den wir errungen haben, wollen wir partizipieren. Das halte ich für essentiell, weil am Ende ist das, was wir investieren in neue Programmideen und neue Formate, das ist erheblich und muss noch viel mehr werden. Also ich mache das mal im Vergleich zur Pharmaindustrie, die ja auch hitorientiert arbeitet. Die nennen das Blockbuster-Orientierung. Ob gut oder schlecht, das will ich jetzt nicht bewerten. Aber die geben ungefähr 10% ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Im Programmbereich, in dem ich tätig bin, mindestens in Europa, sind es maximal 2-3%. Und da sehen Sie auch, dass es am Ende doch nochmal einen Unterschied machen wird, wie viel Investitionen kann ein Unternehmen in die Kreation investieren. Der Unterschied wird dann schon nochmal zu sehen sein zwischen sehr kleinen Unternehmen, die sich von Projekt zu Projekt hangeln, und großen Unternehmen, die langfristig denken können und pro Jahr 2000 Stunden Programm kreieren können. Das wird nochmal einen Unterschied machen. Aber Sie sehen, dass es da nicht nur Freude gibt. Die Komplexität der Medienwelt, in der wir gerade sind, die wird größer und größer und es werden nicht alle überleben. Sie werden sehen, dass wir in 2-3 Jahren eine Überfülle an Angebot haben. Es ist heute schon so, ich kenne einige Paare, die streiten sich am Abend eine halbe Stunde, bevor sie sich darauf geeinigt haben, welches Programm denn gesehen wird. Und dann gehen sie ins lineare Programm und zappen da einmal durch, bis sie was gefunden haben. Also sie merken, dass die Qual der Wahl ein Thema der Zukunft wird. Da gibt es den schönen Satz, everybody wants to have a choice, but nobody wants to choose. Und die großen Programmführer, ja, Versprechungen, diese Algorithmen, ehrlich gesagt beleidigen die noch unsere Intelligenz, weil sie immer von der Similarität ausgehen. Sie kriegen, wenn sie sich ein Mystery-Serienprodukt angeschaut haben, kriegen sie lauter weitere Mystery-Angebote, statt zu sagen, Moment mal, ich bin doch in meiner Interessenlage vielfältiger. Ich möchte doch vielleicht auch das überraschend Neue angeboten bekommen. Das schaffen die Algorithmen natürlich heute noch nicht. Die sind relativ eindimensioniert. Übrigens auch bei der Frage, entscheidet Netflix über Projekte anhand von Algorithmen? Nein, das tun die nicht. Das wurde oft von Journalisten behauptet, das hat nie gestimmt. Die wissen nur, dass das Publikum, das sie haben in bestimmten Märkten, bestimmte Schauspieler oder Schauspieler gerne sieht und das Werk von bestimmten Regisseuren schätzen. Das kann ein Algorithmus, da kann er helfen. Aber das ersetzt am Ende auch nicht das Bauchgefühl der kreativen Köpfe, die am Ende das Ganze gestalten. Es gab ja jetzt auch schon Versuche, Drehbücher schreiben zu lassen von künstlicher Intelligenz. Das ist bisher nicht gelungen.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass es jemals gelingen wird. Aber die Welt, die wir vor uns haben, ist trotzdem aufregend und neu. Und sie wird natürlich in ihrer Vielgestaltigkeit, die sie jetzt bringt, für alle Beteiligten eine Ermutigung und eine Herausforderung sein. Und deswegen begrüße ich Sie und ich denke, dass wir auch mit den neuen Partnern am Ende zu Verabredungen kommen, die anders sind, die komplexer sind, wo wir sagen, wir vergeben an Netflix den angelsächsischen Raum und wir behalten die Rechte in anderen Märkten und gehen dann zu unseren klassischen Partnern, mit denen wir das dann zu neuen Verabredungen bringen können. Kommt immer darauf an, wofür ein Programm gemacht ist. Wenn Sie ein Programm für eine Streaming-Plattform haben und die Zuschauer nicht in den ersten 5 Minuten für sich einnehmen, dann ist das Projekt eigentlich schon gescheitert. Und Sie werden übrigens bei vielen Angeboten dort, überall wo Licht ist, ist ja auch Schatten, Sie werden viele Projekte sehen, wo Sie nach 5 Minuten sagen, nein, das ist nichts für mich. Ja. Und diese Abbruchrate ist für die Streaming-Plattformen ein Riesenproblem und es wird es in der Zukunft noch mehr werden, weil was die machen, ist relativ simple Augentäuscherei. Jedes Programm, das nur 2 Minuten gesehen wird, wird bei denen schon als gesehen bewertet. Ja, wenn wir das bei anderen Projekten machen würden, dann hätten ARD und ZDF 30 Millionen Zuschauer bei bestimmten Programmen. Gerade noch eine Anschlussfrage, weil wir wollen uns langsam, nachdem wir beim unternehmensinternen Prozessen waren und über die Ausspielkanäle uns bewegt haben, jetzt langsam in Richtung dem Zuschauer bewegen. Und da habe ich aber eine Zwischenfrage noch ganz kurz an Sie, Herr Bauer. Teilt, oder vielleicht der Tagesordnung, vielleicht wissen Sie auch etwas darüber, teilen die Plattformen in der Regel Informationen über das Sehverhalten auf ihren jeweiligen Plattformen? Bekommen die Produzenten dort irgendwie einen Einblick? Also, was ich bisher gesehen und erlebt habe, teilen sie ihr Wissen mit uns nicht. Wobei wir bei der UFA genau aus diesem Grund, weil das auch die Sender häufig nicht getan haben, wir haben eine eigene Zuschauerforschungsabteilung aufgebaut, die uns in die Lage versetzt hat, Sehverhalten selber zu ermitteln, Zahlen selber zu definieren und die uns am Ende auch schlauer gemacht hat in der Entwicklung neuer Formate. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Das haben nicht mal die Sender gemacht. Wir haben eine Online-Plattform entwickelt, die heißt UFA Medienexperten. Da sind 3.000 bis 4.000 Menschen jeden Tag zugange und wir können mit denen Programme diskutieren. Wir können mit denen Trailer antesten, ob sie ein Programmformat interessiert. Also wir haben sozusagen ein Online-Feedback geschaffen, das uns hilft bei der Einschätzung und Bewertung von unseren Programmen. Ich glaube, da waren wir sogar einen Schritt weiter, als die Streaming-Plattformen heute sind. Das ist eine große Blackbox, ne? Also Netflix und Co. veröffentlichen sehr selektiv gewisse Zahlen, insbesondere dann natürlich, wenn sie einen Erfolg kommunizieren wollen. Aber das ist unheimlich grob. Für die Macher selbst ist es oft eben nicht wirklich einsehbar, warum etwas weitergeht oder eben nicht weitergeht. Es hat ja im vorigen Jahr mehrere deutsche Netflix-Serien gegeben, die nach der ersten Staffel abgebrochen worden sind, wo die Macher dann ganz enttäuscht waren. Und dann wird nur so ganz vage gesagt, dass es in vielen Ländern halt nicht so verfangen hat, wie sie sich das gehofft hatten. Aber man stochert da sehr viel im Nebel. Kommen wir, bevor wir das Gespräch öffnen für unsere Zuhörer, noch eben zu eben diesen, den Zusehern also, und ihr Einfluss auf Kreativität oder kreative Produktion. Ich habe gerade die letzte Staffel von Vikings gesehen. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Das ist eine der wenigen Serien, wo ich da eigentlich der Meinung war, dass die letzte Staffel die beste war, beinahe. Also beeindruckend, gar keine Frage. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, ist, dass in die letzte Staffel ziemlich
hopp und hopp bestimmte Konstellationen hineingeschrieben worden, die eigentlich in der Serie gar nicht so richtig angelegt waren, um, sagen wir mal, die großen, also das Thema Diversität auch zu bedienen. Das heißt, es wurde eine, ganz plötzlich tauchte eine lesbische Beziehung auf, dann plötzlich tauchte dieses auf und jenes auf. In diesem großen Zusammenhang wollte ich Herrn Bauer fragen, erstens, wie gehen Sie mit Ihrer Backlist um, weil wir doch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass Dinge depubliziert wurden, weil sie nicht mehr den Ansprüchen den Befindlichkeiten der Zuseher entsprechen. Beziehungsweise, wie gehen Sie sozusagen mit diesen Themen um, diesen neuen Anforderungen an eben Diversität um? Gibt es dort, wie haben Sie das Thema bei sich im Unternehmen aufs Tapet gebracht und wie wollen Sie es umsetzen? Also einmal zurück und einmal nach vorne gesehen. Ja, also ich fange mal mit der Backlist an. Natürlich gibt es Programme, die ermüden, was die Attraktivität beim Publikum angeht. Wir haben vorher über Kreativität gesprochen und über die Erfindung von neuen Ideen. Meine Rede ist immer davon, dass ich sage, die Kreativleistung insgesamt in einem Haus wie der UFA teilt sich auf in drei Teile. Der erste Teil ist die Erfindung von neuen Formaten und von neuen Programmideen bis hin zur Umsetzung. Das zweite Drittel ist tatsächlich die Energie, die man investieren muss, um ein bestehendes Programm, das über viele Jahre läuft, am Laufen zu halten. Also Programme wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das läuft seit 25 Jahren. Programme wie Starkes Team läuft seit 25 Jahren. Soko München seit 40 Jahren. Wieso läuft das so lange? Weil wir es permanent hinterfragen, permanent erneuern. Und da machen wir sozusagen diese Studien, dass wir gerne vom Zuschauer wissen wollen, was mag er an den Figuren, die wir ihm vorführen, was mag er an denen nicht. Übrigens sind die extremen Ausschläge immer die attraktivsten. Das, was dann immer in Frage gestellt wird, sind die so einen Mittelwert haben, was die Figuren oder Charaktere angeht. Aber die Extremen, die versuchen wir dann immer zu stärken. Und wir machen Markenkernanalysen von Programmen, um zu verstehen, was ist eigentlich der Kern des Inhalts, was die Zuschauer anmacht, um es mal so salopp zu sagen. Und wie können wir diesen Markenkern schärfen? So haben wir es geschafft, dass die UFA auch deswegen gut übrigens durch die Corona-Krise gekommen ist bisher, weil wir haben 26 langlaufende Programmmarken, die auf diese Weise kreativ gepflegt werden. Und ich bin wirklich stolz auf diese Teams, die das hinkriegen, das Jahr aufs Jahr aus Neue zu schaffen und die auch neue Jahrgänge immer wieder anlocken können, um neue Zuschauerschaft für uns zu finden. Der dritte Teil ist übrigens die Adaption von internationalen Formaten. Das sollte man auch nicht unterschätzen, weil wir sind in jedem Land, haben wir andere soziokulturelle Rahmenbedingungen und müssen sehen, ob ein Format auf unsere Lebensverhältnisse angepasst werden kann oder nicht. Also das ist sozusagen jetzt der Blick auf die Backlist und jedes Programm, das Chancen hat, in die Zukunft geführt zu werden, das wird bei uns entsprechend geführt. Das zweite Thema, Diversität, hat ja nun verschiedene Aspekte. Einmal, wie halten wir es mit der Diversität im eigenen Unternehmen? Und das zweite ist, wie gehen wir mit Diversität in den Filmen und Serien und Shows und Erzählungen um, die wir nach außen tragen? Nach innen haben wir Diversität als einen elementaren Erfolgsfaktor vorher schon besprochen für eine gute Kreativleistung. Also da versuchen wir, möglichst viel Gestaltigkeit zu organisieren, indem wir Menschen einladen, jetzt zuletzt einen Produzenten, den wir immer schon gut gefunden haben, Ricketts heißt er, der ist dunkle Hautfarbe, der hat sozusagen Themen mitgebracht, die er interessant findet. Jetzt machen wir eine Serie mit ihm. Der erste schwarze Cop in Sachsen, ja, kurz nach der Wende. Da sehen Sie, dass dann mit dieser Diversität auch neue Themen mit reinkommen. Wir haben natürlich auch immer uns bemüht, in der Führung des Unternehmens Diversität hinzukriegen. Und nun nehmen wir mal verschiedene Facetten. Das eine ist Gender,
Das andere ist Herkunft, das dritte ist Alter, das vierte ist Sexualität. Also Sie haben das vielleicht den Medien entnommen, mein Nachfolger Nico Hoffmann spielt das Thema Diversität aus gutem Grund und ich glaube auch mit gutem Erfolg. Das wird anerkannt, er spielt es sehr nach außen. Mir ist eine Facette von Diversität noch wichtig, die im Augenblick zu kurz kommt. Der Thorsten kennt das schon, das ist eigentlich bei mir immer wieder eine Headline. Ich sage, kognitive Diversität ist ein ganz entscheidender Faktor, nicht nur für unsere Programme. Also Menschen zusammenzuführen, die unterschiedliche Bildungshintergründe haben, unterschiedliche Herkünfte, auch unterschiedliche Interessenlagen. Wenn die zusammenkommen, dann kann auch was Neues und was Interessantes entstehen. Also Diversität ist bei uns ein Riesenthema. Ich habe eine Fehlstelle in meiner Zeit als CEO. Ich habe es nicht geschafft, auf der obersten Ebene der Führung der UFA einen höheren weiblichen Führungsanteil als 25% hinzukriegen. Ja, da war bei mir sozusagen der Fokus auch nicht genügend drauf. Ja, und jetzt habe ich mit Nico Hoffmann die Diskussion natürlich, weil er sieht, das geht immer noch bei 25% bei der UFA in der Top-Führungsriege. Es sollte anders sein. Also ich denke, dass er da nochmal was verändern wird. Aber ich habe das habe ich nicht gut genug gemacht. Ja, da bin ich auch wirklich gar nicht glücklich damit. Jetzt kommen wir zum Thema Programm inhaltliche Diversität. Da gibt es ja Leute, die sagen heute, ja, der Behinderte sollte von einem Behinderten gespielt werden. Und ich sage dazu, und der Trunkenbold in der Familienserie wird vom echten Alkoholiker gespielt. Ich halte das für vollkommen absurd. Ja, wir reden ja von einer künstlerischen Leistung, die im Schauspielerischen erbracht wird. Und es fängt ja auch viel früher an. Es fängt ja da an, wo werden denn Geschichten geschrieben für Behinderte? Wo werden Geschichten geschrieben für Leute mit Suchtproblemen? Wo werden Geschichten geschrieben etc.? Also wir müssen da anfangen bei der Entwicklung einer Geschichte, der Entwicklung einer Idee. Und da gefallen mir Experimente sehr gut, wie sie jetzt bei Netflix zu sehen waren in der Serie Bridgerton. Das ist die Verfilmung einer Romanreihe. Und in der sind die Hälfte der Adligen am englischen Königshof sind schwarz oder People of Color. Und das Ganze geht sozusagen von einer Art What-If-Historie aus. Was wäre, wenn der englische König sich in eine dunkelhäutige Schönheit verliebt hat und die zur Königin gemacht hat. Und der englische Hof hat dadurch sozusagen Diversität gefördert. Und das ist das, was wir in Bridgerton sehen. Finde ich wirklich spannend. Ich glaube, dass man mit diesen Themen sehr gut spielen kann und variantenreich experimentieren kann. Das sollten wir auch tun, weil es, glaube ich, auch zum Abbau von Vorurteilen sehr dienlich ist. Das nennt sich, glaube ich. Ich glaube, wenn ich kurz noch was hinzufügen darf. Ja, absolut. Ich glaube, es ist insbesondere hinter der Kamera besteht im deutschen Markt ein großer Nachholbedarf, mehr Diversität herbeizuführen und eben Zielgruppen, die da bisher überhaupt nicht mit ihren Geschichten untergekommen sind, ihre Geschichten zu erzählen, denen ganz klar stärkeren Share of Voice zu geben und darüber dann eben an sehr natürlich, sehr organisch an etwas andere Stoffe, Erzählweisen und Figuren zu kommen, was, glaube ich, nicht der richtige Weg ist. Wolf Bauer hat es eben angedeutet, ist eben sozusagen, ohne dass man diese Kette hat, so bestimmte punktuelle Dinge zwangsverordnen zu wollen und sich da eben zu verengen. Da gibt es mitunter tatsächlich Diskussionen, wo man sich fragt, wie verstehen wir eigentlich Schauspielkunst? Ja. Ja, aber es ist ja nicht nur das Schauspiel, es ist ja auch das Skript. Also in der Vorbesprechung habe ich dieses Beispiel gebracht, der Bauer war leider nicht dabei, eine Beschwerde, dass kurzer Hintergrund, ich glaube, es war ein Tatort,
eine Rolle war sozusagen, ein Charakter war als Rechtsradikaler ausgebildet, der in Verdacht kam, einen Mord begangen zu haben. Am Ende stellte sich aber heraus, dass nicht er es war, sondern eine zunächst teilweise unbedingt Freundin der Mutter oder was auch immer, von irgendjemandem, worauf die Beschwerde kam, wie könnte man eine Story schreiben, in der der Rechtsradikale nicht der Schuldige ist? Wie würden Sie so jemanden antworten? Also wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, also ich halte diesen Prozess tatsächlich für schädlich und ich wäre bemüht, ihn aufzuhalten. Was würden Sie so jemandem antworten? Ja, ich glaube, das sind tatsächlich Vorurteile, die hier keinen Raum gewinnen dürfen. Ich könnte das andere Beispiel nehmen. Schauen Sie sich mal das Unternehmerbild im deutschen Fernsehen an. Der Unternehmer ist immer, immer der unangenehme, geldschachernde, menschenverachtende. Ich habe jetzt gerade wieder bei den Sichtungen während des Deutschen Fernsehpreises habe ich mir lauter naive Unternehmerbilder anschauen müssen, wo ich denke, wenn das so wäre, dann hätten wir in Deutschland nicht diese Hidden Champions, wir hätten nicht diese unternehmerischen Glanzleistungen insgesamt erbracht und hätten auch nicht diesen Wohlstand in diesem Land geschaffen. Also das halte ich für klassische Vorurteile und die dürfen da gar nicht Raum greifen. Erzählerisch hat das nichts in unserem Metier zu suchen. Es gibt ja auch viele, viele Stimmen, die ich immer wieder höre, die sagen, da gibt es eine Mehrheitsmeinung und wir möchten gerne, dass diese Mehrheitsmeinung sich auch irgendwie widerspiegelt in dem, was wir an Geschichten erfinden oder erzählen. Häufig ist das eine schlicht falsche Behauptung. Mehrheitsmeinungen entpuppen sich manchmal als Minderheitsmeinungen. Und zwar so, dass ich sage, ja, Öffentlichkeit ist eben nicht mehr die Öffentlichkeit von Habermas. Ja. Wir wissen schon lange nicht mehr ganz genau, wie Öffentlichkeit entsteht, weil sie sich nämlich atomisiert hat. Und die in den Kleinstgruppen im Internet, die häufig am lautstärksten schreien, sind tatsächlich die kleinsten Minderheiten von allen. Deswegen sollten wir uns dann nicht beherrschen lassen von so einem falschen Bild, ein echtes Trugbild, sondern sollten tatsächlich weiter mit dem Bemühen, um gute Stories, um gute Charaktere, gute Erzähllinien, auch eine gute Haltung zur Welt, unsere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist relevant und da sollte man sich auch nicht davon abbringen lassen, auch nicht von denen, die behaupten, wir sind das Volk. Vielen Dank für diesen ermutigenden Kommentar. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht auf diese Schiene begeben. Aber jetzt würde ich gerne, wir sind etwas über meinem Zeitplan drüber, jetzt würde ich gerne im Prinzip die Diskussion sozusagen zu eröffnen, unseren Zuhörern und Zusehern die Möglichkeit geben, Fragen an Herrn Bauer und Herrn Zages zu stellen. Ich würde Sie bitten, dazu die Handheben-Funktion über den Zoom-Browser zu verwenden. Und ich werde versuchen zu entdecken. Wenn Sie es nicht finden, dann können Sie auch einfach Ihr Mikro scharf schalten und sich melden. Gibt es Fragen sozusagen in unserem Zuschauerraum, in unserem virtuellen? Es traut sich niemand? Ja, gerne auch Widerspruch. Es traut sich niemand? Also vielleicht kommt es ja noch. Dann habe ich eine, habe ich noch eine Frage, oder eine Bitte eigentlich an Herrn Bauer, was ich vorher aus Zeitgründen unterlassen habe. Sie haben ja mit Recht gesagt, es geht ja nicht nur immer um das Finden der neuen Idee, die in ein komplett neues Format führt. Ich habe jetzt eine Meldung von, ich kann es leider nur Sabrina sehen. Ich würde ganz gerne noch die Frage an Herrn Bauer fertigstellen. Und dann würde ich Sie bitten, Ihre Frage zu stellen. Es geht ja auch um Adaptionen.
Und Sie haben auch in dem Buch, haben Sie auch geschrieben, dass das gar nicht so straightforward ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist kein Copy and Paste. Könnten Sie anhand einer Adaption, die Sie dafür geeignet haben, mal erzählen, welche Schritte denn erforderlich sind, um zum Beispiel ein Format, das in Holland oder in Amerika oder so etwas erschaffen wurde, für den deutschen Markt sozusagen konsumierbar zu machen? Also bei den Show-Konzepten ist das tatsächlich auch immer abhängig von der Zusammenstellung von Jury. Also wenn Sie sich in den Vereinigten Staaten oder in England die Jurymitglieder anschauen, die dort übrigens auch sehr gnadenlos urteilen über die Leistungen der Talente, die ja nicht nur junge Talente sind, da sind ja alle Altersgruppen mit dabei inzwischen. Da merken Sie, dass Popkultur in den angelsächsischen Ländern eine andere Bedeutung hat. Dass dort Popkultur im Musikbereich viel mehr Raum einnimmt und dass dort sehr viel mehr Talentförderung existiert, dass da vielleicht auch aufgrund der Größe der Märkte ein ganz anderes Augenmerk auf Talentfindung und Talentförderung besteht. In Deutschland haben wir tatsächlich bei den Kandidaten, die sich bei uns jedes Jahr gemeldet haben, gemerkt, diese Art von popkultureller Voraussetzung ist bei uns nicht vorhanden. Also müssen wir eine größere Vielfalt zulassen. Und inzwischen hat sich der Schlager als ein Genre herauskristallisiert, der bei zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar eine große und immer größer werdende Rolle spielt. Das ist ein Beispiel und darauf muss man eingehen. Das muss man dann auch zulassen und dann auch fördern. Und ich glaube, das hat sich schon gezeigt über die letzten Jahre, dass wir da deutlich eine andere Charakteristik des Programmes entwickelt haben. Also ich mache das ja oder habe das regelmäßig gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Habe mir die französische, die englische, die deutsche, die panarabische Variante, übrigens auch sehr interessant. Das einzige Format, wo die arabischen Länder, die sich nicht immer nur grün sind, wo die zusammen kooperiert haben und tatsächlich eine panarabische Variante von Superstar geschaffen haben. Da werden Sie große Unterschiede finden und werden erstaunt sein, dass wir immer noch über das gleiche Format sprechen. Das Prinzip, Grundprinzip ist immer noch das gleiche. Die Talente kommen auf die Bühne, sie werden bewertet, kommen eine Runde weiter oder nicht. Aber in der detaillierten Ausgestaltung sind es jeweils ganz andere Programme. Übrigens sind diese adaptiven Leistungen ja auch übertragbar auf Literatur. Also wenn Sie ein Stück Literatur vor sich haben, einen großen Roman, nehmen Sie den Medicus von Noah Gordon. Der findet sich nicht eins zu eins im Film wieder. Da ist eine erhebliche Adaptionsleistung erforderlich, um einen epischen Roman mit 1000 Seiten zu reduzieren auf das Essentielle, auf, wir nennen es immer Heart and Soul von einer Geschichte, um das dann im Kino in 140 Minuten zu präsentieren. Bei mehr als 140 Minuten können Sie den Zuschauer dann nicht drin halten. Ja? Der würde dort rauslaufen. Aber wir haben jetzt tatsächlich ein paar Fragen. Ich werde sie abarbeiten in der Reihenfolge des Eingangs sozusagen. Darf ich erst, Sabrina, verzeihen Sie, ich kann Sie nicht anders ansprechen. Ich sehe nur Ihren Namen, wenn Sie Ihre Frage stellen würden. Da höre ich nichts. Das Mikrofon ist eigentlich freigeschaltet. Die Hand ist oben. Aber da sehe ich jetzt ein Video. Wir hören Sie noch nicht. Okay, dann verzeihen Sie, Sabrina, dann gehe ich jetzt zur nächsten Frage und die kommt aus dem Chat. Und zwar von Stefan Tolz. Lautet, kann Wolf Bauer eventuell einmal ein Negativbeispiel für eine ambitionierte Serie, /Idee, die er toll fand, nennen und was er daraus gelernt hat? Oh, das sind so viele, die mir dazu einfallen. Nehmen wir mal ein Beispiel, das so etwas raffinierter zu bewerten ist. Wir haben in Zusammenarbeit mit RTL die serielle Erzählung Deutschland 83 gemacht. Eine Geschichte zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Spionagegeschichte mit Jonas Nein in der Hauptrolle. RTL wollte damals
die Primetime mit relevanteren Programmen versehen. Das war ja eine gute Absicht, zu sagen, wir machen so viel Show, wir machen so viel, manche sagen, Prekariatsfernsehen, wir wollen jetzt mal um 20 Uhr mit was Wichtigem aufschlagen. Und ich glaube, dass die Serie sogar außergewöhnlich gelungen ist, aber bei RTL sensationell floppte. Ja, wir hatten, ich glaube, 2 Millionen Zuschauer, dann wurden es immer weniger. Also es war ganz klar, dass das Publikum, das normalerweise regelmäßig RTL schaut, unser Programm einfach nicht mag, einfach nicht annimmt. Nun hätten wir den Mut verlieren können, haben aber gleichzeitig das Format bei dem Sundance Film Festival präsentiert und dort stand die Welt Kopf. Also die, insbesondere die amerikanische Community sagte, das ist eine der besten Serien überhaupt. Wir kriegten bei Rotten Tomatoes, glaube ich, 100% Akzeptanz, was sehr ungewöhnlich viel ist. Und das führte dazu, dass dann RTL gesagt hat, wir machen keine zweite Staffel. Aber wir dann bei Amazon einen Partner gefunden haben, weil ganz offensichtlich das Programm für Amazon, für eine Streaming-Plattform, sehr viel besser geeignet war. Und das ist eines der Beispiele, wo tatsächlich etwas überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl es gut war. Ich habe aber auch Beispiele, wo etwas am Ende wirklich nicht gut war und Gott sei Dank gefloppt ist. Aber darüber will ich jetzt nicht so lange reden. Ja, da kommen noch weitere Fragen. Also als nächste dran wäre Frau Dr. Walzer. Könnten Sie sich einschalten? Ja, ja, ich bin schon. Hier bin ich. Ich komme aus der Kommunikationswissenschaft und bin auch im demokratiepolitischen Europabildungswesen unterwegs. Folgende Frage, die sich auch anschließt an ein paar Themen, die heute schon angesprochen wurden oder Idee vielleicht. Eines der größten Probleme ist, dass wir verschiedene Bubbles haben, gerade wenn es um demokratiepolitische Bildung geht. Wir haben Preaching to the already known. Wir haben die eine Seite, die also nicht an Fake News und Verschwörungstheorien glaubt. Und wir haben die andere Seite, die kaum zu erreichen ist. Und ich würde mir wünschen, und vielleicht ist hier im riesigen Publikum der Medienmachenden jemand, der die Idee aufgreifen möchte, ich würde mir wünschen, ein Format, das Verschwörungstheorien aufgreift, auf eine Art und Weise präsentiert, die nicht versucht, mit Fakten dagegen zu sprechen, sondern sie richtig spannend von innen her beleuchtet, wie Actionserien, aber de facto doch demontiert auf eine Art und Weise, die die Menschen mitnimmt, die in diesen Bubbles sind, vielleicht mit Schlager, ich weiß es nicht, unterlegt. Ja. Also diese Idee habe ich mir gedacht, werfe ich doch in diesen Raum, was auch immer Sie davon halten mögen. Ja, nein, mir gefällt die Idee spontan sehr gut. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das mit zu dem Schwersten gehört, was ich mir in meinem Metier überhaupt vorstellen kann. Weil da sind so viele Fallen aufgestellt, ja, dass Sie möglicherweise eine Fangruppe kriegen, die immer größer wird, weil Sie Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheoretiker attraktiv machen. Und Sie müssen ja Figuren auch zeichnen, die nicht nur schwarz-weiß charakterisierbar sind. Und gerade wenn Sie das tun, dann ist diese Gefahr groß. Trotzdem, ich nehme das mal tatsächlich als eine Anregung und als eine Aufgabenstellung, weil ich mache mir genauso große Sorgen darüber wie Sie. Ich habe ja vorher darüber gesprochen, die Öffentlichkeit entsteht heute auf anderen Wegen und sie entsteht leider eben nicht mehr als eine kollektive Öffentlichkeit, sondern als eine zersplitterte, als eine atomisierte Öffentlichkeit. Und wir haben vorher darüber gesprochen, dass die schweigende Mehrheit, die möglicherweise gute Demokraten sind, dass die sich nicht so laut äußern, wie die Randgruppen der Radikalen, der Fundamentalisten, der Verschwörungstheoretiker, derer, die teilweise auch schlichten Bullshit in die Welt setzen. Ja, und wir werden aber dem nicht Herr, indem wir gar nicht reagieren. Ja, wir müssen da einen Weg finden, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und ich habe das auch gelernt, dass Verschwörungstheoretiker niemals abzubringen sind von ihrer Verschwörungstheorie mit der Kraft des Arguments. Auf gar keinen Fall, weil die sind eben Verschwörungstheoretiker. Die haben die Vernunft sozusagen nicht auf ihrer Seite. Ja, die glauben eben nicht an Wissenschaft, die glauben nicht an Fakten. Und deswegen sind sie in dieser Hinsicht nicht zu besiegen. Ja, wir müssen einen anderen Weg finden, vielleicht sie der Lächerlichkeit preisgeben, könnte ein Weg sein, wenn man sagt, wir machen daraus ein satirisches Format, das sozusagen aber auf eine immer noch nicht menschenverachtende Art und Weise die bloßstellt. Ja, das wäre eine Variante, aber
Ich weiß aus Erfahrung, weil wir an verschiedenen Themen dieser Art auch schon gescheitert sind, das ist wirklich sauschwer. Ja? Trotzdem, ich meine, es macht natürlich große Freude, sich mit dem Thema zu befassen. Also herzlichen Dank für die Anregung. Es gibt einen Versuch, ich habe gerade mal schnell, weil mir da sowas im Kopf rumschwebte, im BWDL-Archiv geschaut. Wir haben es vorige Woche gerade berichtet, ZDF Neo hat eine Dramaserie angekündigt zu dem Thema, nennt sich Schlafschafe, recht prominent besetzt mit August Zirner, Daniel Donskoy. Und da geht es um eine Familie, wo die Mutter, ich glaube, es ist die Frau, die Ehefrau und Mutter, die plötzlich abdriftet in Richtung Verschwörungstheorien. Und es geht dann halt darum, wie ihr Ehemann und Sohn oder Tochter, ich weiß nicht genau, damit umgehen. Also das ist der Versuch, das tatsächlich fiktional aufzuarbeiten. Wird gerade produziert für ZDF Neo. Ein Satz noch, dann bin ich schon weg. Die Innenseite ist eine spannende Geschichte, das Psychogramm von Menschen, die betroffen sind. Aber die de facto Entmystifizierung der falschen Erzählungen würde mich auch interessieren. Das heißt, die andere Sicht, das, woran geglaubt wird, das könnte man richtig reißerisch machen. So, und jetzt habe ich es gesagt. Aber danke. Anregung aufgenommen. Herzlichen Dank dafür. Zwei danke Ihnen. Dazu. Es ist immer wichtig, zu verstehen oder zu wissen, was eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Ich möchte bemerken, dass im Dezember 2019 das Aufkommen eines chinesischen Virus und die daraus entstehende Gefahr vom Bayerischen Rundfunk in mehreren Sendungen als für Verschwörungstheorie bezeichnet wurde. Also wir müssen uns immer überlegen, wo da die Reise hingeht. Nicht, dass ich ein Freund von Verschwörungstheorien bin, aber es ist eben die Frage, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist es nicht? Und das Zweite, Frau Dr. Weizer, vielleicht sind Sie sozusagen die 1500 erste Zuschauerzuschrift und stellen eine Premiere in der Geschichte der UFA dar, dass eine Idee von Zuschauerseite aufgenommen wird. Jetzt habe ich, wie gesagt, ich gehe die Reihenfolge. Es kommt jetzt erstmal eine Chatfrage, dann kommt Frau Mägdefrau und dann kommt, würde ich es nochmal versuchen, Frau Sabrina aufzurufen. Also die erstmal die Chatfrage, wie sieht denn laut Wolf Bauer die Zukunft des Kinos aus angesichts Covid-19? Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich Ihnen nur aus zwei verschiedenen Aspekten heraus beantworten kann. Auf der einen Seite glaube ich, dass das Kino auch die Digitalisierung, auch die Vielfalt der Angebote auf Streaming-Plattformen und auch die Corona-Pandemie überstehen wird. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, in welchem Umfang. Was wir auch ohne Corona-Pandemie erlebt hätten, wäre eine Veränderung des Sehverhaltens, insbesondere der jüngeren Zielgruppe. Wir sehen, dass die unter 19-Jährigen Kino nicht eingeübt haben. Das scheint sozusagen dort nicht die Wahrnehmung zu sein, die bevorzugt wird. Ja, dort gibt es andere Formen, Streaming-Plattformen auf jeden Fall, aber eben auch die großen, inzwischen filmisch gestalteten Games, die dort sehr intensiv genutzt werden und wo ein großer Teil des Medienkonsums dorthin geht. Also wir sehen eine gewisse Kannibalisierung, was die Mediennutzung angeht, die anderswo hinwandert. Das wird sicherlich dem Kino keine Zuwächse bescheren. Dann gibt es zum Zweiten jetzt Formen, dass Kinofilme keinen Schonraum mehr haben. Sie erinnern sich, schon vor Corona war in den Vereinigten Staaten ein langjähriger Streit darüber entbrannt, wie lange eigentlich die Schonzeit fürs Kino, wo der Kinofilm also nur im Kino laufen darf und nicht auf Pay-TV oder auf anderen Plattformen, wie lang der sein darf. Und da war dann ein Deal bekannt geworden zwischen Universal und einer Kinokette AMC, dass diese Schonzeit nur noch 17 Tage dauern sollte. Also im Grunde 3 Wochenenden. Und nach dem 3. Wochenende wäre der Kinofilm dann schon in Pay-TV oder Pay-Per-View aufgetaucht, auch gegen Entgelt. Und wir sehen, dass das bei Warner sogar jetzt noch pandemiebedingt, das ist jetzt wirklich Corona-bedingt,
dazu geführt hat, dass Warner gesagt hat, unsere nächsten 17 Blockbuster-Filme, die wir normalerweise im Kino gestartet hätten im Jahr 2021, die starten wir jetzt bei HBO Max, weil HBO Max wollen wir als neue Streaming-Plattform in die Welt bringen. Und das machen wir jetzt mit den allerbesten Filmen, die wir überhaupt haben, weil das treibt die Zahl der Abonnementgewinnung. Ja, das ist ein gewagter Versuch. Gleichzeitig gehen Sie ins Kino mit dem Film, wenn das Kino wieder geöffnet hat. Also wir wissen im Augenblick noch nicht, wie der negative Impuls auf das Kino insgesamt sein wird. Ich hoffe, dass wir zurückkommen und dass wir eine Flexibilisierung haben, was diese Exklusiv-Windows angeht, dass wir also darüber verhandeln können, je nach Film, weil ich halte es für richtig. Wenn man eine große Marketingkampagne für einen Kinofilm gemacht hat, ist es nicht sehr sinnvoll, den Film nur im Kino anzubieten, weil viele Menschen nicht ins Kino gehen können oder nicht ins Kino gehen wollen. Also wären andere Angebote auf anderen Plattformen, wären intelligent. Ja, das würde ich sehr empfehlen. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, ab wann wird sich für die Kinobesitzer die Öffnung der Kinos denn wieder lohnen? Bei 25% Besetzung eines Kinos ist das für die weiterhin ein Zuschussgeschäft. Und wir werden sehen, dass die Kinos reihenweise sterben, weil sie es wirtschaftlich nicht überleben. Kommen wir zu 50% Besetzungsmöglichkeiten mit Maske, dann könnte es vielleicht schon gerade mal ein Break-Even geben. Aber ich glaube, dass die Kinos erst dann wieder zu ihrer Magie zurückfinden, wenn ein Kinosaal voll besetzt werden kann. Und das macht Kino einzigartig. Da bin ich fest davon überzeugt. Und 1000 Menschen gleichzeitig einen Film sehen können und die Emotionen gemeinsam miterleben. Das ist unverwechselbar. Das ist wirklich ein Faktor, den es nicht bei irgendwelchen anderen Darbietungsformen gibt. Deswegen, ich bin überzeugt, das Kino kommt zurück. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob auf dem Niveau 80% oder 50%. Vielen Dank. Jetzt, Frau Florschütz, bedankt sich für diese ausführliche Antwort. Jetzt würde ich Frau Mägdefrau bitten, Ihre Frage zu stellen. Hallo. Und zwar geht es bei mir um die Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, weil ich habe das Gefühl, das ist ja eher für ein älteres Publikum und dass oft der Begriff Zielpublikum mit dem tatsächlichen Publikum sozusagen synonym verwendet wird. Dass das Publikum, das sie bereits haben, das Publikum ist, das sie versuchen anzusprechen. Und dadurch ändert sich natürlich nichts. Ich weiß, dass sie es ab und zu mal versuchen, aber weil sie eben Angst haben, dieses ältere Publikum zu verlieren, es nicht so sehr versuchen. Jetzt wollte ich mal fragen, wie Sie es einschätzen, was eine Lösung wäre, um das zu verändern, weil ich persönlich schaue sehr wenig Öffentlich-Rechtliches und finde es eigentlich schade. Ja, Sie haben das genau richtig formuliert. Die öffentlich-rechtlichen Sender, die versuchen, ihr Publikum zu halten, das sie haben. Und das ist im Schnitt über 60 Jahre alt. Wobei das nicht entmutigend ist, weil wenn jemand heute in gesunder Verfassung ist und 60 Jahre alt ist, hat er noch mindestens 25 Jahre weitere Lebenserwartung. Also das ZDF und ARD müssen sich zunächst mal aktuell keine Sorgen machen, dass ihnen das Publikum einfach so wegschwindet. Auf der anderen Seite haben sie immer wieder Versuche gemacht, jüngeres Publikum anzulocken. Und da war der Effekt so, dass das Ältere nicht zugeschaut hat und das Junge aber auch nicht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist der gleiche Effekt, warum RTL mit dem einzelnen Versuch, Deutschland 83 in die Primetime zu setzen, scheitern musste. Weil sie müssen dem Publikum eine bestimmte Erwartungshaltung geben, die das Publikum entwickeln darf. Und das dauert über die Zeit dann doch. Ich behaupte, RTL hätte das geschafft, wenn sie über 3 Jahre 4 große Serien immer um 20 Uhr platziert hätten. Dann hätte man als Publikum gewusst, dann kommt was Aufregendes, was Starkes, was Gutes, was ich mir gerne anschauen möchte. Und so würde ich auch argumentieren bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die müssen es wirklich nur nachhaltig genug versuchen. Das tun sie jetzt übrigens. Also wenn Sie sich Programmformate anschauen, die entweder bei ARD inzwischen auf der Mediathek zu finden sind, insbesondere aber beim ZDF, bei ZDF Neo. Da sehen Sie, wird der Versuch ganz nachhaltig gemacht. Und denken Sie an das digitale Senderangebot von ARD und ZDF, Funk.
was überwiegend über den klassischen Videoplattformen läuft, bei YouTube etc. Dort sehen Sie ganz junge Programme, die dort auch das Publikum finden. Bei ZDF Neo ist es dann häufig der Fall, dass die Programme ins Hauptprogramm finden, zum Sendeplatz, den ich dann durchaus auch noch angemessen finde, 22.15 Uhr. Vielleicht sogar mal wie Bad Banks früher. Ja, aber Sie sehen, dort gibt es gewaltige Anstrengungen, das zu versuchen. Und ich merke, dass tatsächlich da eine Bewegung im Markt da ist. Es gibt auch klassische Formate. Denken Sie mal an so eine Quizshow wie Wer weiß denn sowas? Da haben Sie 13% Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe. Und normalerweise hat der Sender nur 6%. Also das scheint, weil es unnützes Wissen gepaart mit Comedy ist, das macht die jüngere Zuschauerschaft an. Also man muss da sehr genau hinschauen und man muss viele Experimente wagen. Ich glaube, dass die Experimentierlust tatsächlich auch größer geworden ist. Jetzt ist die Frage, sind die Geldmittel da? Wir reden ja dauernd sozusagen über die Gebührenfrage, wie über den Brotpreis. Es ist ein politischer Brotpreis, wo ein einzelnes Bundesland dann sagen kann, ach, da machen wir aus politischen Gründen nicht mit, weil die sind für uns sozusagen keine guten Partner, wenn die nächsten Wahlen anstehen. Meistens geht es um Politik. Ja, was mir nur aufgefallen ist, weil dass Ihnen das Publikum nicht wegstirbt, ja, das verstehe ich auf jeden Fall, aber ich finde, das ist legitim für einen privaten Sender, der sagt, wir bieten das und das an und wir haben dieses und jenes Publikum, aber weil es ja ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, sollte er ja das Ziel haben und ob man dann nicht Geldmittel von, es gibt ja so, so viele Programme für Ältere, da sozusagen abziehen könnte, also man muss ja nicht die Gebühren erhöhen, sondern man könnte sie ein bisschen verlagern vielleicht. Ja, ich sehe Ihren Punkt und ich halte es auch für richtig. Ich glaube, dass man die Gebührenfrage tatsächlich nicht politisieren darf. Der Bedarf, dieses vielfältige Programmangebot zu machen, übrigens auch im journalistischen Bereich mit vielen, vielen Korrespondenten irgendwo in der Welt, wo wir faktenbasierte Nachrichten kriegen, da sollten wir wirklich froh drüber sein, ja, dass wir in einer Welt, in der die Öffentlichkeit eben auch in diesen Blasen, in diesen Bubbles stattfindet, dass wir ein paar Instanzen haben, wo wir wissen, da kriegen wir geprüfte, gute Nachrichten, gut recherchierte Nachrichten. Also ich glaube, dass man tatsächlich diese Gebührenfrage entpolitisieren muss. Und schauen Sie, wenn ich die Süddeutsche Zeitung abonniere, dann bezahle ich im Monat 67 Euro. Und meistens, wenn ich die Zeitung aufschlage, sind da die Nachrichten von gestern drin. Ja? Also ich glaube, dass das Gesamtangebot der Öffentlich-Rechtlichen sich erweitern sollte, aber überhaupt gar keine Frage. Er ist elementar für unsere demokratische Gesellschaft. Und ich glaube, da sollte man nicht über 73 Cent diskutieren, die da oben drauf kommen sollen oder nicht. Ich glaube, das muss uns das öffentlich-rechtliche System wert sein, das übrigens mal eingeführt worden ist, um zu verhindern, dass Meinungsbildung manipuliert wird durch politische Einflussnahme. Ja, das war die Zeit des Nationalsozialismus. Und deswegen hat es die ARD und das ZDF nach britischem BBC-Vorbild gegeben. Und ich setze mich immer dafür ein, zu sagen, lasst uns die nicht kleinsparen, sondern lasst uns die in dieser Vielfalt blühen. Und zwar in der Vielfalt, die Sie meinen, dass Sie tatsächlich ein Programm anbieten müssen für alle Zuschauergruppen und eben nicht nur für die, die Sie ohnehin schon haben. Ja. Sehr guter Punkt. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Frau Hector, ich habe Ihre, das war eine Wortmeldung. Darf ich ganz kurz nochmal Sabrina versuchen? Sie hat mir im Chat geschrieben, dass sie es im Chat formuliert hätte, die Frage, aber da habe ich nichts bekommen. Wollen Sie es nochmal versuchen oder kann ich das Rederecht weiter an Frau Hector geben, was ich hiermit tue? Hallo. Ja, ich sehe auch nur einen Ufi, der Merci muss rausschreibt. Also das ist zumindest der Chat, den ich jetzt benutzen würde an Sabrinas Stelle und vielleicht haben Sie noch einen anderen. Ja, ich wollte nochmal wirklich auf den Begriff Kreativität und wie wir diesen wirklich wundervollen Begriff ja eigentlich füllen kommen. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt wirklich an Sie beide gerichtet, also an Wolf Bauer und Thorsten Zages, dass Kreativität sich zerreibt. Und zwar wie in einem Drama-Dreieck. Da haben wir auf der einen Seite die Nutzer, die wir ja ansprechen wollen, bitte so viele wie möglich. Im Fernsehen ist es die Quote. Bei den Streaming-Plattformen die richtige Zeit, der richtige Ort, auch bei den Sendern natürlich, was für einen Sendeplatz haben wir da.
Dann haben wir da auf der zweiten Ecke des Dreiecks den Mut, neue Themen anzufassen, aber auch eben auf Kundenseite, damit meine ich jetzt Sender oder Streaming-Plattform, auch den Mut zu haben und zu sagen, hey, klar, entwickelt das und wir schaffen dafür einen Sendeplatz und auch einen Raum. Und dann haben wir den wirtschaftlichen Erfolg, den wir ja auch noch alle haben wollen. Also der Produzent möchte das haben. Und in der Mitte ist das ist die Kreativität, die in allen Ecken und Enden aufgerieben wird. Und da frage ich mich wirklich, wie kreativ kann man denn dann jetzt noch sein? Wie gehe ich als Creative Leader damit um, Kreativen aus diesem Drama-Dreieck rauszuhelfen und ihnen auch die Angst zu nehmen? Und wie gehe ich damit um, auch beim Kunden den Mut zu schaffen? Das ist ja nichts Leichtes. Und das ist jetzt heute Abend an 2, 3 Stellen immer mal wieder auch so aufgeploppt in verschiedenen kleinen Aspekten. Aber ich würde es gerne noch mal in die Runde geben und Ihre Meinung dazu hören. Von Ihnen beiden gerne. Ich versuche kurz zu antworten und dann Thorsten vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil ich jetzt schon so viel Share of Voice hatte. Sie haben einen sehr guten Punkt. Tatsächlich sind doch eine ganze Reihe von Vorgaben und Orientierungen im Kreativprozess mit drin, wo man zu Recht sagen könnte, kann man denn dann wirklich frei genug die neue, provokante, ungewöhnliche, noch nie gesehene Idee kreieren. Das hat mich lange beschäftigt und wir haben dafür, Lösung kann man nicht sagen, aber wir haben ein Angebot dafür definiert, dass jeder, der bei uns mit der Kreation von Programmen beschäftigt ist, 10% bis 15% seiner Zeit dafür verwenden kann, Projektideen weiterzuverfolgen, die von uns überhaupt nicht bewertet, kritisiert oder sonst wie beeinflusst werden, sondern wo er, ich nenne es Free Thinking oder Wildcard, wo genau das nicht passiert, was Sie gerade ansprechen, wo tatsächlich dieses Zerriebenwerden zwischen zu vielen Daten, zu vielen Anforderungen, zu vielen Zielgruppenwünschen, zu vielen Wirtschaftsfaktoren, dass tatsächlich das freie Denken auch Raum hat. Das machen übrigens ein paar Internetfirmen, ein paar Digitalfirmen in den USA schon seit vielen Jahren. Das haben wir auch praktiziert. Das können Sie schlecht bei jedem machen. Ja? Da wird jemand da sein, der sagt, ich habe 3 Projekte gerade laufen als Produzent und ich habe einfach diese 10% meiner Zeit nicht. Ja, deswegen schauen wir auch, dass die Arbeitslast bei jedem Einzelnen nicht so überbordend ist, dass er diese 10% nicht mehr leisten kann. Es gelingt, wie gesagt, nicht immer. Also nur es ist eine Lösungsidee, um aus dieser Falle rauszukommen. Und jetzt gebe ich an Thorsten weiter. Eine interne Lösungsidee. Ne? Also genau, genau. Ein Teil dieses Dreiecks, das man versucht genau, zu ackern. Genau, ja, verstehe. Genau. Ich glaube, es kommt wesentlich darauf an, auf die Selbstdefinition und das Selbstverständnis derjenigen, die Kreativität ausüben. Natürlich muss das immer sozusagen auch den wirtschaftlichen Faktor erfüllen. Ich glaube aber auch da, komme nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorher gemacht habe, ist grundsätzlich die erhöhte Vielfalt heutzutage hilfreich. Und wir sehen ja auch bei der wirtschaftlichen Ausrichtung, bei den Geschäftsmodellen, dass es durchaus eine viel klarere Ausrichtung auf die Creator gibt heutzutage, als das früher der Fall war. Das ist etwas, was Wolf Bauer als Produzent, das hat er ja eben ausgeführt, nur so halb schmecken kann in manchen Fällen. Die andere Seite derselben Medaille ist für Autoren, für Creator, dass sie eine wesentlich stärkere Position einnehmen bei der Umsetzung ihrer Projekte, als das die letzten 30 Jahre im klassischen Fernsehen der Fall war. Ja. Für mich immer ein sehr prägnantes Beispiel, und es ist wirklich nur eines von sehr vielen, Anna Winger, Amerikanerin, die seit langem in Berlin lebt und Co-Creatorin von Deutschland 83 war, Wolf Bauer hat eben drüber gesprochen, hat eine neue Serie erfunden und geschrieben für Netflix, Unorthodox,
sehr erfolgreich auch, hat sogar Maria Schrader als Regisseurin ja einen Emmy gewonnen. Das ist so ein klassischer Fall gewesen, wo sie als Creatorin direkt mit Netflix etwas entwickelt hat und dann ist erst im zweiten Schritt eine Produktionsfirma gesucht worden, die das Ganze umsetzt. Das ist diese Konstellation, die Wolf Bauer nicht gefällt und natürlich auch einem Produzenten nicht gefallen kann. Die UFA hat es eben in dem Fall trotz der vorherigen Bindung mit Anna Winger ja auch nicht gemacht. Aber da würde ich sagen, haben wir zumindest eine erhöhte Chance, dass tatsächlich Kreativität und das wirtschaftliche Modell drumherum konform gehen können. Und es gibt weltweit sehr, sehr viele Fälle, aber eben auch eine steigende Zahl in Deutschland, wo das so kommt. Und unter Umständen merken dann im weiteren Prozess der Umsetzung, merkt dann der ein oder andere, der vorher nur geschrieben hat, auch wie komplex das sein kann, wenn produzentische Aufgaben noch dazukommen. Aber ich glaube, es ist nicht sozusagen zwangsläufig, dass ein Aufreiben oder ein Zerreiben stattfinden muss. Das ist, wenn das passiert, dann ist das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Prima, vielen Dank, Herr Zages. Ich glaube, wir sind leider schon fürchterlich über das Zeitbudget hinausgeschossen. Oh ja. Und deshalb würde ich gerne diese Veranstaltung nun schließen, weil es sind auch keine weiteren Fragen mehr da. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bei Herrn Bauer, bei Herrn Zages bedanken für dieses super interessante Gespräch. Also ich glaube, ich habe persönlich sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, Sie, die Sie zugehört, zugesehen haben, hatten auch viel Spaß dabei. Falls Sie sozusagen Gefallen an den Kölner Mediengesprächen gefunden haben, auf unserer Webseite hale-verlag.de finden Sie immer die Informationen zum laufenden Programm. Da finden Sie auch die Möglichkeit, sich für einen Newsletter einzutragen. Momentan gibt es noch keine spezifische Veranstaltung. Wir arbeiten an verschiedenen Projekten, aber in diesen Zeiten lässt sich nicht alles so hundertprozentig planen. Aber nochmals herzlichen Dank fürs Dabeisein und vielleicht sehen wir uns wieder für eine zukünftige Veranstaltung. Vielen Dank. Dankeschön, Herr von Ahle. Danke, schönen Abend. Tschüss.